Der Abzug der US-Amerikaner ist für die Stadt Bamberg ein historischer Moment. Und es ist eine epochale Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir die Chancen, die in einer solchen Entscheidung stecken, auch tatsächlich nutzen. Wir haben in den letzten Jahren schon eine Arbeitsgruppe auf Verwaltungsebene ämterübergreifend eingesetzt, wo wir auf der einen Seite uns planerische Gedanken gemacht haben, was aus dieser Fläche werden könnte. Auf der anderen Seite haben wir uns genau überlegt, wie man den schwierigen Prozess mit der BIMA, das ist die Grundstücksgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, so vernünftig strukturieren kann, dass am Ende auch die Stadt diese finanziellen Lasten stemmen kann. Denn die Stadt muss von der Bundesrepublik Deutschland diese Flächen zurückerwerben. Da sind wir, glaube ich, gut vorbereitet. Ich setze auch darauf, dass wir mit dem Landkreis ganz eng kooperieren. Ich habe heute mit dem Landrat ein ausführliches Gespräch darüber geführt, wie es uns gelingen kann, auch den Landkreis auf Augenhöhe so zu informieren, dass er dieselben Tatsachen kennt wie auch die Stadt Bamberg, dass wir auch die Bürgermeister mit einbeziehen und die US-Konversion als eine regionale Aufgabe begreifen und nicht nur als eine städtische Herausforderung.